06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Yannick Borgmann, am Ende ist es ein 1:2 im Test gegen einen Drittligisten. Ergebnisse in Testspielen sind ohnehin ja nicht mehr so wichtig. Wie hast du die Partie auf dem Platz gesehen? Ja, ich glaube, gerade als wir noch am Ende reingekommen sind, die 11 Spieler, die ausgewechselt oder eingewechselt wurden, wir haben es nochmal gut gemacht, kriegen dann ein gutes Freistoßtor. Kann man nicht verhindern, vielleicht vorher die Situation müssen wir ein bisschen besser lösen, aber ich glaube, wir hatten schon viele Chancen und mit ein bisschen Glück können wir auch 1-2 Tore noch schießen am Ende. Sprichst es an, ein bisschen Glück hat auch in den beiden Abseitssituationen gefehlt. Ärgerlich einfach, oder? Aber vielleicht auch heute egal? Ja, und egal nicht. Ja, man will natürlich jedes Spiel gewinnen oder zumindest unentschieden spielen dann mindestens. Aber ja, ist natürlich was anderes als im Punktspiel. Aber nö, es war schon ordentlich. Gerade nach den letzten Spielausfällen und auch freien Wochen war es dann heute auch mal schön, endlich wieder ein bisschen kicken zu können. Ja, bei dem Wetter macht es immer Spaß und ich glaube, wir brauchen wieder Rhythmus, weil wir jetzt viel Pause hatten und letzte Woche nicht so trainieren konnten, wie wir uns das vorgestellt hätten oder die Woche davor. Deswegen sind wir froh, dass wir jetzt heute einen guten Test hatten gegen Duisburg. Sascha Hildmann, über 90 Minuten sehr ordentlicher Test gegen den Drittligisten, kann man das so sagen? Ja, fand ich auch. Also ich glaube, es war richtig gut heute, es hat Spaß gemacht gegen eine gute Mannschaft aus Duisburg, die wirklich eine gute Aufstellung hatte. Und wir haben gerade, finde ich, über die gesamten 90 Minuten eine gute Leistung gezeigt, hätten mit Sicherheit das ein oder andere Tor schießen müssen, hatten unsere Torchancen. Verlierst leider unglücklich mit einem Freistoß dann zum 2-1, aber im Großen und Ganzen war es ein wirklich schöner Test und gelungener Test. Hilft so ein Spiel auch gerade den jüngeren Spielern vielleicht nochmal gegen so einen Drittligisten? Da muss man sich vielleicht in der Verteidigung und auch in der Offensive nochmal anders anstellen. Man lernt ein bisschen dazu. Ja, ich finde, dass wir nicht viele Chancen zugelassen haben. Also gerade die zweite Hälfte haben sie, glaube ich, einmal aufs Tor geschossen oder zweimal. Das war dann dieser Freistoß. Das ist natürlich sehr unglücklich. Für die Jungs ist das sehr anspruchsvoll, klar, weil eben das Niveau dann doch ein anderes ist und das Spiel an sich auch sehr, sehr schnell war. Also für die war es natürlich eine große Erfahrung. Und einfach gut gewesen, jetzt nochmal 90 Minuten zu haben, bevor im März so ein kleines Marathonprogramm wieder losgeht. Genau, das war sehr, sehr gut für uns. Ich bin auch Duisburg sehr dankbar, dass sie gegen uns gespielt haben. Und jetzt sind wir, glaube ich, gut vorbereitet auf die nächsten Wochen, die dann kommen. Jetzt gehen wir in die nächste Woche rein und dann freuen wir uns alle auf das Spiel gegen Köln am Samstag. Marcel Hoffmeier, heute gegen den Drittligisten getestet, hinten nicht viel zugelassen, könnte eigentlich zufrieden sein, oder? Ne, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben es auch spielerisch ganz gut gelöst. Ich meine, wir haben halt gegen Drittligisten gespielt, da ist ja meistens ein bisschen schwierig hinten rauszuspielen, weil die ja auch vorne anlaufen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir es souverän auch verteidigt und ja auch offensive Akzente nach vorne gesetzt. Für dich heute auch mal gegen den Orhan Ademi, der ja schon in der dritten Liga auch gezeigt hat, welche Qualität er hat. Ist das für dich was anderes? Gehst du da noch ein bisschen anders dran oder bist du so weit, dass du das dann auch souverän spielst? Ja, eigentlich ist das dasselbe. Denn jetzt zum Beispiel gegen Tigges spielst oder gegen Engelmann, ist ja ungefähr dasselbe. Aber ja klar, der hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Erfahrenheit als die beiden, weil die Drittliga gespielt haben und Tigges und Engelmann wahrscheinlich noch nicht so viel. Aber sonst ist das so wie jedes andere Spiel auch. Was könnt ihr für euch heute vor allem aus dem Test noch mitnehmen? Auch ich denke, dass wir das spielerisch super gemacht haben, dass wir da anknüpfen müssen und gegen Köln genauso spielen müssen. Auch von den Zweikämpfen her waren wir heute gut. Dass wir Zweikampfquote wieder gegen Köln haben und das offensive Spiel.